So. Ich bin dunkel, ne? Warum bin ich so dunkel? Muss ich hier dieses dusselige Licht anmachen? Damit ich ein bisschen heller bin. Ah, ich bin ein bisschen heller geworden gerade. Ah, so. Force Feedback ist aus. Stimmt noch die Einstellung nicht. Gucken wir jetzt mal. Also da halt eine Branche. Das ist ja auch witzig. Wir sind so Bayonettschlussmäßig da rein. Das heißt, wenn man ein bisschen. Oder die Fernbedienung fällt halt runter. Und im Hintergrund ja mein Fernseher läuft. Alter, läuft ja auch sauber. Oh, sogar ein Achievement. Ich weiß nicht, was das Achievement bringt. Was bringt das Achievement? Aha. Moment. Muss ich nochmal wieder auf metrisch umstellen. Auf den zweiten Teil hätte ich auch Bock, aber ich habe den ersten ja nicht mal durchgespielt, deswegen sehe ich das ja nicht ein, ne? Magisch. Gameplay. Bildschirm. Metrisch. Essen hier noch schön Nüsse. Thank you.
schaffen, Mann. Mit den Einstellungen. Sieht er mir aus Topspeed raus, ist viel schön. Also schaffe ich nicht nur 300, jetzt waren das 15. Und diesen komischen Regler auf Top setzt, auf Topspeed. Auf Kurvenverhalten. Das wird für hier natürlich assi. Meine Strecken jetzt, ich merke es schon, oder ich bin einfach nur doof. Von diesem ganzen Auto einstellen natürlich keine Ahnung. Kann man bestimmt 450 km/h oder so, kann man bestimmt rausholen, wenn man das richtig einstellt. Eine andere Strecke vielleicht sogar auch. Vielleicht gibt es ja sogar noch eine Custom-Strecke oder so mittlerweile, die eine bessere Länge hat. Aber wenn die Leute hier in 6 Minuten durch sind. Gott, bin ich scheiße. Wir sollten mal gucken, wo die Kurve auch nachher hin endet. Ne? Aber vielleicht liegt es so einfach, dass es in Kurve kein gutes Kurvenverhältnis ist, was eingestellt ist jetzt oder so. Nicht, dass ich Topspeed gewählt habe. Ach, wir jagen hier einfach durch. Mit euch. Vielleicht sollte man doch gucken, wo man laut Radar hinfährt. Egal. Ich bin auf dem ersten Punkt noch. Also 116 km/h, ne? Angeblich. Na, fahren jetzt einfach mal lang. Und dann kriegen wir mal. Ah, ich kann mich mal zurücklehnen, ne? Brauchen wir nur Gas und Bremse. Na, gar nicht reagiert, ey. Ich hab's reingelenkt, aber nichts ist passiert.
fahren. Ah, jetzt einfach völlig anderes Autoverhalten da. Ich lenke schon schön rein, aber nichts passiert. Völlig Arsch das Auto, ey. Oh, herrlich. Okay. Schaden dann hätte, das wäre der Wahnsinn. Also in 30 Sekunden sind die ersten Leute, die professionell hier durchfahren, fertig. 6 Minuten. Braucht Platz 1. Wenn die hier irgendwann mal, ich glaube, die jagen die ja auch gefühlt den ganzen Tag, oder eine Stunde am Tag fahren die die bestimmt. Das, wie soll man sagen? Wenn da irgendeiner unter 6 Minuten kommt, denn... Boah, der feiert sich selber, Alter. Aber das wird hart. Vielleicht kommt der erst mit 4 Sekunden drüber oder so. 6 Minuten 4. Weiß ich aber in der Sache gar nicht. Gut, das ist das, was ich in Erinnerung habe. Gestern Abend. Da, da kommt zwar auch nochmal so easy rum. Können ja mal. Kann ja mal so fahren. Wenn das Auto ruckelt. Auf gerade Fahrt ist gut, aber auf Kurve. Das ist halt irgendwie vorgegebene Max-Speed-Einstellung, ne? Damals, also in Gran Turismo, bin ich immer so gefahren. Mein Bruder ist immer so gefahren. Ja, noch ein Weg, das Auto noch kleiner ist.
geschlagen und wie ausgeschlagen ist. Da. Boah. Okay, einfach die Textur erschienen. Ah, schön. Das ist schön. Es bringt Spaß, so zu fahren, so, weil man halt dieses Autogefühl hat. Also. Kann ich empfehlen, also wenn jemand noch keine Erfahrung damit hat. Natürlich ist Rennsitz, wo du dich nach hinten lehnst und so, die gibt's mittlerweile alles zusammen, gebraucht sogar für 250 und so, das ist dann an der Spaß ja auch wert, weil man denkt, was ein Rechner kostet. Aber an der Playstation oder so würde ich es, glaube ich, nicht empfehlen, weil das auf dem Rechner mit Project Cars 2 mittlerweile gibt's auch für die Playstation, aber auf dem Rechner kannst du es auch in 4K spielen, wenn du denn. Das kannst du dann ja auch noch beliebig an großen Fernseher, an Monitoren schließen mit den Halterungen und so. Ist einfacher, glaube ich, als eine Playstation. Vor allem, weil du auf dem PC modden kannst. Und die Leute das ja auch alle unterstützen. Und, ja. Man liegt so unten auf der Straße, ne? Aber ich denke, keine Ahnung, gefühlt so ein halbes Grad. Ich habe ein anderes Übersichtsmodell genommen, ne? Ein anderes grafisches, aber naja. Ich habe mal nicht dieses Custom Delivery Weiß genommen. Und ruhig ehrlich, ich merke das auch am Lenker, das Force Feedback. Das der ganze Zeit an ruckelt zwischendurch, auch hier auf der Geraden, weil ich lenke. So wie auf der Autobahn so leicht. Mit der Strecke. Und er macht hier voll die Sätze. Das Force Feedback merke ich das an. Jetzt machen wir kaputt. Und schicken dagegen. Halt, stopp. Eine. Drift dreht durch. Das ABS. Wenn es da jetzt noch für ein Force Feedback geben würde, dann werden wir durchgucken. Voll einschlagen. Ja, das ist schön. Das ist einfach nur eine Textur, die raufgelegt wird. Das ist komisch. Das ist ein schönes Erlebnis.
kann ich auch so mit einer Hand nehmen. Und man fährt trotzdem gegen, weil der einfach doof eingestellt ist. Aber ansonsten schön. Schön. Kann ich empfehlen, ey. Kann ich wirklich gut empfehlen. Ja, bla 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 bla. Das ist mir auch völlig egal, ey. Ja, kannst du noch 12, also Weltrekord. Oh, die sind schon sogar bei unter 6. Krass, Alter. 5,48. Da bin ich gerade mal beim gefühlt zweiten Checkpoint. Alles manuell. Und jetzt sogar mit Tastatur. Könnte natürlich auch denn irgendwie gebottet sein, ne? Das weiß man natürlich nicht. Ach ne, das ist Ghost. Willst du sehen, wo sie fahren müssen? Aber ich habe keine Ahnung. Von dem Spiel. Acht Sekunden. Hä? Ja, und den kann man sich nicht angucken, weil er Weltrekordhalter ist, oder was? Nee, weil es dazu keine ID gibt, weil kein Ghost freigeschaltet ist. Kann man sich den angucken? Come back here often to see what... Ach, halt die, halt den Mond. Ja, da kloppen sich die Leute bestimmt auch. Besten Listen. Hockenheim. Nee, Nordschleife da. Etappe 1, 2, 3. So. Queensland, Australia, Backbahn. Ja, das ist ja krank, Alter. Oh, ich muss mich gerade mal diesen Stuhl mal wieder hochstellen hier. Oh, ist sogar ein Deutscher. Ah, so. Dann wieder oben. Kann man sich denn das auch nicht... Nee. Zeitfahren. Wagenrekorde. Ja, aber nicht höher. Den sauber haben. Eine Weltrekorde auf der Nordschleife. Also die Weltrekorde auf der Nordschleife liegt mit dem Formula A bei 5 Minuten. Wie geht das denn? Das scheint auch der Wagen schlechthin zu sein für die Strecke. Lotus. So, nehmen wir nochmal den Lotus. Und nehmen wir nochmal den Wagenrekord und dann drücken wir mal Start. Ich würde mir nur gerne die angucken. Das wäre natürlich am coolsten. Mal gucken, was passiert. Die fahren bestimmt nie weg. Nach zwei Kurven sind die bestimmt schon weg. Kannst du bestimmt schon voll vergessen.
weil ich die so weit oben anhängen. Schade. Aber man sieht jetzt hier oben die Karte. Ja. Ist kaum sichtbar. Oder warten sie schon? Das sind so rote Punkte. Ja. Ich gebe einfach Gas jetzt. Ich krieg euch. Okay. Mal gucken, kann man das? Na, kann man natürlich nicht. Gas. Ich halte den Finger gerade fest. Die sind. Von einem Schlag. Das sind gar nichts. Das ist heftig. Grausam zu fahren, im Vergleich zu vorher. Nüsse sind wichtig. Oh. Ja, nochmal das Gelb, kein Problem. Jetzt war es von FPS. Naja, bleib ich lieber bei Ego-Shooter, ne? Oder bei Rocket 3. Auch beim wahrscheinlich den größten Teil meiner Kindheit. Ich mit Gran Turismo 2. Mein Bruder Need for Speed verbracht haben wir ja.
beide die Teile immer zusammen gespielt haben. Underground später. Ganz viel später. Aber wir haben zuerst Underground 2 gespielt. Dann. Also erst Gran Turismo, dann kam nachher PC, dann kam Underground 2 schon. Dann kam Underground. Ja. War, soll man sagen. Dann kam auch noch Counter-Strike, ist klar, aber kann ich ganz sagen, Counter-Strike spielen. Ich habe keine Ahnung, ich habe gerade mal eine Viertelumdrehung gemacht mit Lenker. Gut, die Profis sind jetzt durch. Ich bin gerade mal durchs Nadelöhr. Oh, wieder 2 Sekunden gespart. Ich komm da noch an. Also wenn ich mir gucke, welche Einstellungen die haben, das kann man sich, glaube ich, angucken. Nee, dann kann ich das bestimmt auch irgendwann, aber... Also wie am Anfang wusste man beim Autofahren nicht, wie man... wann man wo bei welcher Autobahn auffahrt, wie fahren kann. Und wie man die Kurve schneidet innerorts, um nicht mit 10 km/h um eine Kurve zu fahren wie in der Fahrschule. Da hat immer das muss nichts passieren. Und jetzt fährt man im 4. Gang mit 40 um die Kurve, ganz gemütlich, wenn man von außen nach innen fährt oder so. Man weiß, dass es eine langgezogene Kurve ist. Es ist einfach so. Na, na durch! Oh, schön. Deswegen habe ich Schaden aus. Guck mal, der Dreck geht jetzt auch von den Reifen. Stück für Stück. Anfang sind sie noch voll hell. Mal so, irgendwann Dreck fährt da. Hell. Ganz hell. Abrieb dunkel. Cool. Auf dem Auto wäre bestimmt auch was, aber. Da wird alles auf Ultra hoch. Dirt 3, das was ich auch habe, kann man auch so spielen. Glaube ich zumindest. Ich glaube, so war das. Aber Dirt ist ja noch heftiger als Rennstrecke hier. Rückwärts bitte. Danke. Vorwärts bitte. Da habe ich vorhin schon mal gegengefahren, dass ich gesehen, dass so scheiße ist.
Der Fliegenschacht. Disqualifiziert, falsche Richtung. Wie geil ist das denn? Ja. Ja, zuschauen. Krass, Alter. Das macht halt die Erfahrung, ne? Boah, wie er da rumgeht, ey. Sah das bei mir Need for Speed oder Gran Turismo aus, aber da war das ja auch nicht mit Engine und mit Lenkrad hier und so. Alter Schwede. Das ist ja doch Wahnsinn. Die Leute machen das wirklich jeden Tag, ne? Und wenn du die, glaube ich, Counter-Strike spielen lässt, dann wird das gar nichts. Das ist schön. Weißt du, das ist ja... Wow. Alter. Die ganze Strecke da nicht unter 300. Und ziemlich harte Bremsen, oder? Auf Beschleunigung. Wow. So macht man das also. Und andere auch. Der Punkt ist ziemlich weit außen. Wo sieht deine Lenkung nicht? Man sieht so seinen Reifendruck, man sieht seine Federung nicht, man sieht seine Bremse. Und das jetzt noch drin wäre, kann ich fast alles angucken. Alter Schwede. Also echt. Respekt. Ist wie ein Bot. Aber er sitzt bestimmt in seiner 500 € Rennkonstruktion. Färbt sich halb ein, ey. Das ist krass. Aber vor sowas habe ich Respekt, weil das erfordert echtes Können. Wie Counter-Strike eigentlich auch. Also wenn der das wirklich so macht und in seinem Rennsitz sitzt und fährt, Respekt, mal gucken, wie viel er schafft. Ja, 350 Begrenzer erreicht, wenn das Auto dafür in den Kurven verdammt heftig ist. Hämmert er hier halt mit 350 lang. Die ganze Zeit. Vor allem, weil er denn hier oben durchkommt. Alter. Runter. Das ist krass.
Respekt. Eindeutig, ey. Das ist krass. Also. Wow. Krank. Dann schön mit dem Formular 1. Ne, mit dem Formular A, also mit Formel 1 Wagen. 1, 2 und 3. Bei Formula C, bei Formula Golf mal 200. Jetzt kommen vier Beschleunigungen in 2 Sekunden. Komma 4, 1,7, 9, 1,4 Sekunden. Deswegen ist da auch so heftig, also deswegen fahren die den auch. Nur sieht echt schon gut aus. Ein bisschen 90 FPS. Können ja mal da hingehen. Optik leider. Lassen wir das mal so. Das ist dann geringfügig minimal Chroma. Ne, machen wir voll. So. Hoch. 16-fach. Nein, bloß nicht. Hoch. Ja. Ja. Ultra. Hoch. Ne, wollen wir den auf Ultra machen, weil der den ausschaltet. Brennt bestimmt gleich meine Grafikkarte. Mittel, hoch, aus. Partikeldichte, Ultra. Erweiterte Scheinwerfer, Gedöns, ja. Shader Mode verwenden, ja. Optimierung der Bildstabilität, ja. Na, dann starte ich mal kurz neu. Hä? Hab ich draufgeklickt jetzt? Ja. Oh, dann sieht man gerade mal kurz nichts. Hat er kurz synchronisiert. Und jetzt einmal wieder. Hopp, hopp. Dankeschön. Ja. Ah, ich bestimmt gleich nur noch ein FPS oder so. So wie gerade im Ladebildschirm, weil alles lädt. Na, guck mal. Also im Hauptmenü habe ich trotzdem gleich viel. Das ist schon mal wichtig. Effekte sind halt total kacke, ne? Nein, ich mach mal dieses zum Desktop zurückkehren. Nehmen wir den mal, machen mal Nordschleife, drücken mal Start. Und jetzt brennt's. Yeah.
Wow. 16 FPS. Ich hab nur Gas gegeben. Nicht schlecht aus. Also ist hübsch. Wenn er jetzt hier noch macht hier den Tipper. Macht er. Ah, 16er Ferse ist spielbar. Es ist gerade ein Zehntel von dem, was ich brauche für den Monitor. Da musste das Ultra, also da mussten nachher Endrechner nehmen. Project Cars 2 in dem Fall. Oh, das stimmt, das ist ja jetzt hier. Lenk ein und ich halb tot. Oh, da können wir mal testen. Heißt das? Also hier DRS und Chaos gibt es auch noch, stimmt. Kann man sich auch auf die Tasten hier legen. Viele haben auch bestimmt so ein Formel-Lenkrad. Drink. Talk. Hältisch. Es ruckelt. Es sieht mega gut aus, ja. Ohne Spaß, es sieht wirklich mega gut aus. Richtig gut aus. Alter. Grad, 100 Grad. Grad. Ich finde, also ist ein gutes Bescheid für so eine Carbonbremse, aber. Ja.
Bart hat, Alter. Bremse, ey. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen, aber wenn jemand gerne das per Gamepad oder so spielt. Schön. Ein paar. Ein bisschen Lenkrad. Ist cool.